Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Peter Heisenko. Guten Tag, Herr Senko. Guten Tag. Ja, ich meine, wir haben ja da geschichtliche Beispiele, wo das wunderbar funktioniert hat. Wir denken damals an, wann war es, 1988, diese Itavia 880, die da irgendwo in der italienischen Westküste abgeschossen worden ist, zivile DC-9, wo sich dann alle gesagt haben, ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Mhm. 10 Jahre später hat man dann das offizielle Ergebnis endlich mal rausgelassen, dass es also ein amerikanisches Kampfflugzeug war, das dieses zivile Flugzeug abgeschossen hat. Aber nach 10 Jahren? Ja, und zwar deswegen, weil sie es verwechselt haben mit der TU-134 vom Gaddafi, den sie abschießen wollten. Mhm. Ja, also ich meine, hier haben wir schon gewaltige Dinge. Mhm. Also, aber wurde die MH denn auch verwechselt? Also was ich gelesen habe, in einem ähnlichen Luftraum kam ein paar Minuten später der Herr Putin durch mit seiner Maschine. Ja, ähnlichen Luftraum, das heißt, er war 400 Kilometer weiter im Norden da vorbeigeflogen. Ja. Das sind Dinge, also da bewegen wir uns zu viel in der Spekulation. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Itavia 88. Mhm. Ne? Das muss man sich nochmal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Es ist also zweifelsfrei mittlerweile festgestellt worden, dass die USA an diesem Tag in den Ende der 80er Jahre vorhatten, einen Staatschef eines fremden Staates, nämlich den Staatschef von Libyen, den Herrn Gaddafi, zu ermorden, sein Flugzeug in der Luft abzuschießen. Und hat man schon mal was davon gehört, dass da irgendjemand in Den Haag gesagt hat, Leute, da müssen wir doch mal was tun, das können die Amerikaner doch nicht machen. Ja, die vielleicht ein paar Sanktionen verhängen, damit das nicht wieder passiert oder irgend sowas. Ne? Also das muss man sich mal klar machen. Da ist offiziell festgestellt, dass ein Land, jetzt egal welches, einen Staatschef eines anderen Landes ermorden wollte, dabei aus Versehen 100 so und so viele Zivilisten ermordet hat. Und das Ganze läuft durch unter, ja, blöd gelaufen. Mhm. Wie damals die Maschine über Kuba? Zum Beispiel, ja oder die Staatschefs von Panama und Ecuador, die innerhalb von 3 Wochen, deren Flugzeuge innerhalb von 3 Wochen abgeschossen wurden. Mhm. Ja. Das war diese Geschichte mit dem Economic Hitman. Ja. Man hat ja da sogar einen richtigen Fernsehfilm darüber. Ja. Das ist bekannt in der Welt. Ja. Und was passiert? Gar nichts. Mhm. Die Täter, die sitzen irgendwo in Washington und bohren in der Nase. Und kein Mensch interessiert sich dafür. Mhm. Also das ist irgendwas, was ich nicht begreife. Wird das denn bei Ihnen in München, wenn Sie in so ein, Haus gehen, wo man diese gelben Getränke in großen Gläsern trinkt, wird das diskutiert? Nein, das wird alles nicht diskutiert. Nein, es wird ja nichts diskutiert, was nicht irgendwann in den Abendnachrichten um 8 im ARD oder ZDF kommt. Mhm. Also was da nicht kommt, findet ja nun in der Öffentlichkeit eigentlich nicht statt. Mhm. Aber oder Ihre was Seite die ist ja massiv auch frequentiert worden. Die Medien, denen Sie jetzt auch sind, die alternativen Medien, haben doch langsam, machen doch Druck. Ja, sicher. Also ich denke schon, dass wir da mit unserem Beitrag durchaus was zur Weltgeschichte beigetragen haben, ohne arrogant sein zu wollen. Ja. Aber wir haben dazu beigetragen, dass man das nicht so einfach lügen kann. Mhm.